Jeder Einwohner hat nach Abgabe der Angabe seines Namens und seiner Anschrift berechtigt, höchstens 2 Fragen zu stellen. Zugelassen werden nur Fragen von allgemeinem Interesse, die in die Zuständigkeit der Stadt fallen. Allgemeine Erklärungen oder Diskussionen sind keine Fragen und daher nicht zulässig. Angelegenheiten der Tagesordnung können nicht Gegenstand der Einwohnerfragestunde sein. Haben Sie Antworten, bitte, Herr Minister. Das enthält mich dann meiner Namensnennung, weil der Vorsitzende mich ja schon kennt. Und es wird mir auch fast das Herz zerreißen. Ich habe es diesmal nicht schriftlich versehen, Herr Oberbürgermeister. Da muss ich denn jetzt mal neu im Kontakt vortragen. In welchem Ausschuss wurde wann der Mehrwertgrund auf dem Altmarkt beraten und beschlossen? Hätte dies nicht angesichts der Summe von 70.000 Euro im Stadtrat beschlossen werden müssen? Die zweite Frage: Wer hat dazu welche Firma mit der Bauausführung beauftragt? Wurde ausgeschrieben? Wenn nein, warum nicht? Und dieser hat dann den Fund gestaltet.
Die Ausführung ist dann im Rahmen der Leistungserbringung zur Umgestaltung des Altmarktes mit der beauftragten Firma erfolgt. Bis auf die Spezialleistung der Wassertechnik, dort haben wir sich natürlich die Firma wiederum einen Subunternehmer gesucht, der die Wassertechnik baut, weil das nicht zu den normalen Bauaufgaben gehört. Dankeschön, Herr Hübisch. Herr Böser, reicht Ihnen die Antwort? Gibt es weitere Antworten? Herr Böser, Sie haben zwei Fragen gestellt. So, es gibt keine weiteren Anfragen von unseren Bürgerinnen und Bürgern. Damit schließe ich die Fragestunde den Tagesordnungspunkt 6 und rufe auf den Tagesordnungspunkt 7 und bitte um den Bericht durch unseren Oberbürgermeister. Ja, meine sehr verehrten Stadtratsmitglieder, sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Gäste, die letzte Stadtratssitzung in diesem Jahr. Ich kann zumindest keine andere Disposition erkennen. Wir sagen immer dann auch ab 19., der ist zwar nicht heute, der ist morgen, es herrscht Weihnachtsfrieden. Und so wollen wir uns auch als Verwaltung verhalten, dass da sind einige Dinge, die hier im Hause dann auch in dieser Verbindung stehen. Ich wünsche Ihnen natürlich schon im Vorab ruhige, angenehme, gesunde Tage, Weihnachtszeit und Übergang ins neue Jahr und heute eine weihnachtsfriedliche Stadtratssitzung. In Vorbereitung der heutigen Stadtratssitzung, wahrscheinlich nicht nur heute, sondern auch zu anderen Anlässen, waren viele von Ihnen wahrscheinlich schon auf unserem Weihnachtsmarkt und haben den ein oder anderen Glühwein getrunken oder auch das Glühbier oder auch eine leckere Bratwurst gegessen oder auch einen Langosch zu sich genommen und dabei sich ihre Gedanken gemacht über den Weihnachtsmarkt, wie wir ihn schöner und besser machen können. Es gab sicherlich den einen oder anderen, der sich auch auf den Weihnachtsmarkt richtig toll gefreut hat, als er sonntags Nachmittag 16 Uhr auf den Weihnachtsmarkt gegangen ist und dann ein bisschen geguckt hat, dass da rundherum einiges gefehlt hat. Ich will das jetzt nicht öffentlich an dieser Stelle irgendwo anprangern. Und wir haben an dieser Stelle, ich sage es ganz klar, uns auch hier verständigt, dass wir die Willensbildung des Kuratoriums Weihnachtsmarkt, dem ich ja formell vorstehe, im nächsten Jahr umsetzen werden, und im nächsten Jahr den Weihnachtsmarkt auf dem Altmarkt gestalten. Nun kommen wir zu den profaneren Themen, die nicht ganz so weihnachtlich sind. Kommen zum Personalentwicklungskonzept. Wie zugesagt, ist die dritte Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes im Haupt- und Wirtschaftsausschuss am 11. Dezember behandelt worden. Kernpunkte dieser Fortschreibung sind im Wesentlichen die Betrachtung aller Personalveränderungen bis 2021, der Abbau von ca. 70 Stellen im Zeitraum 2009 bis 2017 und damit das Erreichen der Zielgröße, die deutliche Unterschreitung des landesdurchschnittlichen Personalbestandes bei voller Berücksichtigung des Einwohnerrückgangs, ca. 4 Millionen Euro Personalkostenkonsolidierung im Zeitraum 2009 bis 2015, in den Jahren 2018 bis 2021 werden über 40 Beschäftigte ausscheiden. Externe Einstellungen werden dafür zwingend erforderlich sein, um die Leistungsfähigkeit der Verwaltung aufrechterhalten zu können. Ob es dann 40 sein werden, muss im entsprechenden Zeitpunkt natürlich besprochen werden. Ich denke, man kommt auch mit guten Fachkräften, mit weniger Personal auch hier aus. Die Ausbildung 2015. Wir werden zum 1.8. drei Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte in der Fachrichtung Kommunalverwaltung einstellen. Die Bewerberauswahl ist abgeschlossen. Zwei Ausbildungsverträge habe ich heute mit Bewerberinnen unterschrieben. Ich darf an der Stelle sagen, von den drei Auszubildenden werden zwei Neubürger von Zeitz werden. Sie sind auf der Wohnungssuche und werden zu Ausbildungsbeginn Einwohner von Zeitz sein, wie Sie auch eindeutig erklärt haben, was mich natürlich in besonderer Weise freut. Junge Frauen als Zuwachs in unserer Stadt, junge Frauen, wenn sie dann hier bleiben und Kinder bekommen, heißt auch Kinder. Das ist natürlich Zukunftsfähigkeit
unserer Stadt. Wir haben sicherlich, hat mancher von Ihnen auch beobachtet, dass wir im Programm Aktiv zur Rente Plus, nachdem das Programm Bürgerarbeit in diesem Jahr beendet wurde, mit 37 Teilnehmern die Maßnahme neu gestartet wurde. Auch das neue Programm wird durch die Zeit zur innovative Arbeitsförderungsgesellschaft umgesetzt. Hier sind vor allem dann auch verschiedene Mehraufwandsentschädigungsmaßnahmen im Stadtgebiet angezeigt. Ab und an ist im Moment durch Hinweise aus der Bürgerschaft zusätzliche Berichte zu schreiben, weil es Bürger unserer Stadt gibt, die Anzeigen dahingehend einreichen, dass hier angeblich Subventionsbetrug passieren würde, dass die Maßnahmen nicht zulässig wären. Alle Anzeigen konnten geklärt werden und haben zu keinen Forderungen gegen die ZIAG geführt, um es an dieser Stelle auch deutlich zu sagen. Ich will darauf hinweisen, wir haben gestern es im Ältestenrat detailliert besprochen. Wir werden zum 15. Januar, aber über die Formalien möchte ich jetzt nicht sprechen, für die Fraktionen, für alle Stadtratsmitglieder die neue handhabbare Computertechnik, sprich Tablets, ausreichen und austauschen gegen bisherige Computer. Die Formalien haben wir gestern, wie wir das gestalten wollen, im Ältestenrat besprochen. Muss ich Sie jetzt nicht ins Detail an dieser Stelle damit beschäftigen. Im Januar 1997 hat Frau Herta Wolfson im Gedenken an ihren Schwiegervater Otto Wolfson die Otto Wolfson Stiftung errichtet. Otto Wolfson war Unternehmer jüdischer Abstammung und wurde im Oktober 1944 im Konzentrationslager Auschwitz ermordet. Im Gedenken an Otto Wolfson findet am 12. Januar um 18 Uhr im Kapitol die Preisverleihung für künstlerisch begabte Kinder und Jugendliche statt. Der Beirat hat die entsprechenden Entscheidungen treffen können, will allerdings an der Stelle auch sagen, es wird in den nächsten Jahren dem Beirat sicherlich nicht bei der Entscheidung schwerer fallen, aber die zur Verfügung stehenden Mittel werden sich leider nicht mehren, denn es kommt im Wesentlichen zu einer Verwendung der Zinserträge und unsere Zinsanlagen laufen im Jahr 2015 aus, sodass wir dann mit deutlich niedrigeren Zinsen auskommen müssen. Wäre trotzdem dem Vermächtnis folgend natürlich auch in den nächsten Jahren auch für lange Sicht gesichert diese Preisverleihung durchführen können. Ich lade Sie für den 12. Januar 18 Uhr ins Kapitol herzlich ein. Ich möchte auch an dieser Stelle bereits sagen, anlässlich der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau findet am Dienstag, den 27. Januar 2015 um 16 Uhr eine Kranzniederlegung am Mahnmal für die Opfer des Faschismus auf dem Altmarkt in Zeitz statt. Wir wollen damit den Opfern der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und des Völkermords an diesem Gedenktag gedenken. 2015 können die Städte Detmold und Zeitz das 25-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft feiern. Aus diesem Anlass werden von beiden Städten Bürgerfahrten organisiert. In der Zeit vom 8. Mai bis zum 10. Mai wird die Bürgerfahrt von Zeitz nach Detmold stattfinden. Interessierte können sich im Fachbereich Soziales Städtepartnerschaften bei Frau Kröschel melden. Und andere schöne Dinge gibt es auch, wo wir auch sagen, hätte es nicht andere Umstände gegeben, hätte auch das nicht stattfinden können. Heute Morgen hatten wir das Richtfest vom neuen Sozialgebäude MUT, Hermann Schacht Brikettfabrik, sodass auch hier eine neue Entwicklung seine Fortsetzung findet, die ja mit Unterstützung von Südzucker an dieser Stelle gestaltet ist. Wie gesagt, das Sozialgebäude, die Außenhaut ist soweit fertig, Richtfest war heute Morgen. Zum Sachgebiet Kultur und Tourismus, die Infotafel, Bahnhof und Ortseingangsschilder. Die Infotafel auf dem Bahnhof sowie die Ortseingangsschilder von Zeitz wurden erneuert, teilweise erneuert. Letztere wurden hinsichtlich der Städtepartnerschaft Prescott an den Ortseingängen erweitert, sodass wir jetzt auch unsere Partnerstädte alle
dort dokumentiert haben. Wir wollen etwas vorausblicken auf das Jahr 2017. Der Deutsche Evangelische Kirchentag 2017 soll vom 24. bis 28. Mai in Berlin und Wittenberg stattfinden. Damit kommen wir nicht in Kollision, wenn wir unsere 1050-Jahr-Feier von Zeitz terminlich mit dem Zuckerfest verbinden. Ich denke, das macht dann einen Sinn. Die Vereinigten Domstifter bereiten gegenwärtig für 2017 eine Ausstellung Dialog der Konfessionen, Bischof Julius von Pflug und die Reformation mit Hauptausstellungsort in der Zeit zu Moritzburg vor. Der Fördermittelbescheid der Staatsministerin für Kultur und Medien im Kanzleramt, Frau Professor Grütters, vom 25.11.2014 liegt dafür vor. Die Ausstellung wird maßgeblich vom katholischen Bistum Magdeburg sowie anteilig auch von der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands mit dieser Förderung getragen. Unser Part ist die qualifizierte Bereitstellung von Ausstellungsräumen. Hier erfolgt die katholische Antwort auf die evangelischen Höhepunkte im Jubiläumsjahr. Und es ist keine Korrespondenzausstellung der Vereinigten Domstifter in Naumburg vorgesehen. Wird also allein bei uns sein. Also immer mal so die Fragen gibt, wie wird Zeitz an dieser Stelle vorrangig oder nachrangig betrachtet. Im Bereich Schulen durch das Kultusministerium ist bis Jahresende die Veränderung der Verordnung zur Schulentwicklungsplanung vom 15.03. vorgesehen. Die Änderungsverordnung beinhaltet die Reduzierung des Zügigkeitsrichtwertes für die Grundschulen auf generell 15. Das heißt, die Mindestschülerzahl an Grundschulen soll von 80 auf 60 reduziert werden. Die Schulträger waren vom Burgenlandkreis aufgefordert, unter Vorbehalt der zu erwartenden Änderungsverordnung die veränderten Planungsabsichten und die aktuelle Schülerprognose mittel- und langfristig mitzuteilen. Eine weitere Fortschreibung für den Zeitraum ab 2018/19 ist dann 2016 vorgesehen. In unserer Fortschreibungsdarstellung, Sie können es in einem ausführlichen Bericht genau nachlesen mit Zahlen, sehen wir die Grundschule in Kaina als weiterhin erhaltungsfähig an, auch wenn in einem Kalenderjahr die Einschulungszahl nicht ganz das erreicht, aber die Folgejahre erreichen es wieder, sodass wir den Antrag auf Sonderbewilligung stellen werden. Im Bereich Tourismus im November haben wir eine Fachkraft als neue Leiterin der Touristinformation eingestellt. Jetzt geht es darum, die öffentlichen Arbeitsbedingungen und Angebote nicht nur auf den Prüfstand zu stellen, sondern um neue Angebote zu ergänzen. Dazu gehört auch die intensive Beschäftigung mit der Umsetzung unserer Tourismuskonzeption. Der Arbeitskreis Tourismus trifft sich das nächste Mal im Januar, um erste umzusetzende Maßnahmen abschließend zu beraten. Wir werden Sie zeitnah über diese Ergebnisse unterrichten. Im Bereich Sport auf der Grundlage des Konzepts zur Unterstützung der gewalt- und kriminalpräventiven Bemühungen der Zeitzer Sportvereine haben 2014 drei Zeitzer Sportvereine einen Antrag auf Förderung durch die Stadt Zeitz gestellt. Unterstützt werden soll die gewalt- und kriminalpräventive Arbeit in den Zeitzer Sportvereinen, die mindestens 10 Kinder und Jugendliche als Mitglieder nachweisen, beziehungsweise auch Projekte, die diesbezüglich sportliche Angebote für Kinder und Jugendliche im Verein etablieren. Die Übergabe der Schecks erfolgt am 19. Dezember. Herr Wladimirov hat sich hinsichtlich der Duathlon-Veranstaltung am 13. und 14. Juni 2015 an einige Mitglieder des Stadtrates gewandt. In einer Pressekonferenz habe ich mich zustimmend bekannt. Auch die Streckenverläufe sind mit den Verkehrsbehörden konzipiert. Bislang liegt kein schlüssiges Finanzierungskonzept vor, weshalb wir auch nicht berechtigt sind, den gewünschten Zuschuss von 15.000 Euro in den Ergebnishaushalt einzustellen. Zu den Kindertagesstätten, die in der Konzeption zur Weiterentwicklung der Kindertagesstätten enthaltenen Schritte, die auch den Einstieg in die Kita-Konsolidierung durch Auslaufen von Einrichtungen bedeuten, sind nach aktueller Verwaltungsprüfung zeitlich zu verändern. So ist beabsichtigt, vorerst die Kita in Geusnitz nicht zu schließen,
aber zur Optimierung organisatorisch und leitungstechnisch zum neuen Betreuungsjahr mit der Kita in Kaina zusammenzuschließen. Durch die Hochwasserergebnisse verändern sich auch die Zeitpläne für die Kita Kinderträume und Bumi. Die beschlossenen Konzepte decken diese Terminaktualisierungen ab. Denn die Formulierung heißt in jedem Fall in den Konzepten ab dem. Und wir hatten uns ja verständigt, wenn ab dem dort dargestellten Termin es nicht sinnvoll erscheint, dass es auch ein ab dem zu einem späteren Termin geben kann. Im Bereich Straßenbau und Verkehr, Gemeinschaftsbaumaßnahme, Kanal und Straßenbau Tröglitzer Straße. Der neue Schmutzwasserkanal wurde einschließlich Hausanschlüsse bis Höhe Schillerstraße neu verlegt. Ebenfalls wurden die Hausanschlüsse für den zukünftigen Regenwasserkanal, jetzt noch Mischwasser, bis Höhe Schillerstraße erneuert. Im Rahmen des Straßenbaus sind die Erdarbeiten, die Verlegung des Beleuchtungskabels, das Setzen der Beleuchtungsmasten, das Setzen der Borde, die Pflasterung der Gehwege und Einbau der Asphaltschichten einschließlich Einmündung Goethestraße abgeschlossen. Seit 1.12.2014 wird der Kanalbau in Richtung Posaer Straße fortgesetzt. In Vorbereitung befinden sich Bauvorhaben für das nächste Jahr. Der Ausbau der Schützenstraße, erster Bauabschnitt. Hier wurde noch einmal in einer Verwaltungskonferenz die Frage des Kreuzungsausbaus am Schützenplatz ausführlich erörtert. Und in der Abwägung viele Vorteile für die Errichtung eines Kreisverkehrs erkannt. An dieser Kreuzung, weil abbiegende Hauptstraße nie der Traumpunkt ist, weil abbiegende Hauptstraßen immer problematisch sein können. Wir haben in den vorbereitenden Baumaßnahmen den Ausbau der Weißenfelser Straße, den Ausbau des Brühl im Jahre 2015-16 und wir haben in der Vorbereitung auch den Parkplatz Besenstraße, der allerdings nachrangig betrachtet wird. Wir haben den Gehweg Waldstraße in Kaina im zweiten Bauabschnitt im Rahmen der Dorferneuerung, ebenso den Gehweg Zeitzer Straße im Ortsteil Geusnitz in der gegenwärtigen Vorbereitung. Zum Sachgebiet Fachbereich Bauordnung, die Infotafel Altmarkt. Am 11. Dezember erfolgte die Zuarbeit durch den Archäologen Peter Hippmeier. Momentan erfolgt die Sichtung und Kürzung der Texte durch unseren Pressesprecher, sodass wir im ersten Quartal sicherlich die Infotafel, die einerseits Stadthistorie zeigt, aber auch dem Betrachter des Nebelbrunnens zeigt, was da auf der Erde vor allem auch abgebildet ist, um es nachvollziehbar zu gestalten. In der Tat haben Besucher im Moment dort Fragen, wie diese Steine gemeint sein könnten. Das wird sein. Im Ortsteil Leutsch wurde in der Dorfstraße 6 der Auftrag für eine Ersatzvornahme ausgelöst. Zeitnah wird mit dem Abriss des Daches und des ersten Obergeschosses begonnen. Im Anschluss soll die Straßensperrung aufgehoben werden. Ebenfalls zur Gefahrenabwehr wurde der Abbruch des Hintergebäudes auf dem Grundstück Stephanstraße 13 beauftragt. Das Grundstück ist herrenlos und marode. Das Gebäude stellt eine Gefahr für die umliegenden Grundstücke dar. Der Abriss erfolgt noch in den nächsten Tagen. Ich habe gestern in Vorbereitung der heutigen Stadtratssitzung 19 Fragen von Herrn Hörig bekommen. Meine Nummerierung sind 19. Sind Sie froh, Herr Hörig, dass ich sie als Fragen anerkannt habe? Weil einige aber keine Fragen waren, lassen wir dahingestellt. Sie haben ja auch bereits die Antworten bekommen, sodass wir damit nicht die Stadtratssitzung heute verlängern müssen. Ich sage aber auch eins, wenn wir im Bereich des Baurechtes sind und Sie die Rahnestraße angesprochen haben, solange wir nicht die sanierungsrechtlichen Anforderungen gerichtsfest erfüllen können, werden wir an manchen Straßenzügen wie auch an der Rahnestraße Missstände hinnehmen müssen. Statt immer mit dem Finger auf die Verwaltung zu zeigen, die hier gebunden ist, könnten die Mitglieder Ihrer Kommunalwahlliste, Herr Hörig, etwas mehr über die nicht wahrgenommene Verantwortung privater Grundstückseigentümer mit Leserbriefen beitragen. Zum Sachgebiet Feuerwehr. Das Sprungrettungsgerät wurde geliefert, sodass wir hier wieder auch ein Stückchen vorangekommen sind. Der hydraulische Rettungssatz
Spreizer und Schere für die Freiwillige Feuerwehr Theißen wurde auch geliefert. Somit ist die Rettung von Personen mit hydraulischem Gerät für die nächsten 15 bis 20 Jahre gesichert. Dieser wurde aus der Rücklage der Ortschaft Theißen finanziert mit ca. 19.000 Euro. Ein Rettungsboot RTB 1 und 10.000 Sandsäcke wurden über Hochwasserhilfenersatz beschafft. Die Wahlen der Ortswehrleiter und deren Stellvertreter finden aktuell statt. Als Stadtwehrleiter wurde Kamerad Heiko Herrmann wiedergewählt. Als stellvertretender Stadtwehrleiter erhielt Kamerad Kai Kollenbach das Vertrauen. Die entsprechenden Glückwünsche und Ernennungen werden wir in der Stadtratssitzung im Januar vornehmen. Vorletzte Mitteilung. Am 12. Februar 2015, also ein Termin für Ihren Kalender, findet um 18 Uhr im Festsaal des Schlosses Moritzburg die Verleihung des 17. Zeitzer Michael statt. Schirmherr ist der Ministerpräsident des Sachsen-Anhalt, Dr. Rainer Haseloff, der auch an der Veranstaltung diesmal persönlich teilnehmen wird, wenn es ihm gesundheitlich ist. Die Jury hatte sich mit 21 Bewerbungen von Unternehmerinnen und Unternehmern zu befassen und hat auch schon Entscheidungen getroffen. Ich darf als redaktionellen Hinweis darauf hinweisen, dass Sie, meine Damen und Herren Stadtratsmitglieder, ja schon wissen, die schon länger im Stadtrat sind, dass wir im Anschluss an die letzte Stadtratssitzung des Jahres uns dann noch einmal im Raum 119 treffen. Meine Damen und Herren, Freud und Leid, Lachen und Weinen sind ab und zu mal gemeinsame Dinge. Und wenn ich jetzt unseren Wolfgang Schirmer direkt anspreche, so ist sicherlich für viele von Ihnen, auch für mich, ein lachendes und ein weinendes Auge. Wolfgang Schirmer, ein lachendes Auge, er muss sich den Arbeitstag nicht mehr mit Arbeit der Verwaltung verplempern. Er kann noch mehr tun, was ihm selber gut tut. Ein weinendes Auge, Wolfgang Schirmer ist für die Stadt in seinen Aufgaben, die er schon lange auch für die Vorgängergliederungen der Stadt wahrgenommen hat, auf jeden Fall ein Verlust. Da kommt das kleine Tränchen, was wir haben. Wolfgang Schirmer ist 1949 geboren, verheiratet und, wenn ich es richtig weiß, in erster Ehe noch verheiratet. Oder habe ich eine Fehlinformation? Und drei Kinder hat er großgezogen. Er lernte den Beruf des BMSR-Mechanikers in Trierwerk. Im Anschluss an die Ausbildung arbeitete er weiter in diesem Betrieb bis 1971, wo er dann bis 1975 an der Ingenieurhochschule in Mittweida mit Abschluss als Diplom-Ingenieur in der Fachrichtung Elektrotechnik Technologie studierte. Am 1.3.1975 arbeitete er dann als technischer Leiter bei der LPG in Kaina. Und sein Engagement folgend und seinen wahrscheinlich auch Intentionen damals, am 3. Januar 1988 wurde er erstmals Bürgermeister der Gemeinde Würschwitz. Dieses Amt hatte er dann bis zum 28. Februar 1994 inne. Am 1. März 1994 wurde er Leiter der Verwaltungsgemeinschaft Schnaudertal. Das Amt erfüllte er bis 31.12.2004. In dieser Zeit war er unterdessen auch Wahlbeamter geworden und in dieser Rechtsstellung trat er dann am 01.01.2005 unmittelbar in unsere Stadtverwaltung, wenn man es so will, fast mit ein. Er wurde Wahlbeamter der Stadt Zeitz im Rahmen der Eingemeindung bzw. aufgrund der Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft Schnaudertal und der durchführenden Gemeinde Stadt Zeitz und war eingesetzt als Leiter Abwasser im Schnaudertal. Zum 11.03.2005, es ging also holter die Polder,
Gleich zwei Monate später wurde er zum Betriebsleiter des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Zeitz bestellt. Nachdem, das wissen die alten Hasen unter Ihnen, dieser Eigenbetrieb zum 31.12.2003 mal aufgelöst wurde, dann ein Jahr sich in unklarer Lage, wenn ich es aus heutiger Sicht betrachte, befand als Teil der Verwaltungsgliederung. Und dann hatte Wolfgang Schirmer die Aufgabe, es neu zu richten. Denn am 01.01.2005 wurde der Eigenbetrieb wieder errichtet. Ab 01.12.2006 hat er dann dennoch sich um die Verwaltungsgemeinschaft Außenstelle weiter bemüht in Kaina und die Aufgaben hier bei uns sehr gut und engagiert erfüllt. Am 01.07.2009 wurde dann sortiert und er wurde zu 100% Leiter des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung und wurde Geschäftsführer des Abwasserzweckverbandes Zeitzer Land. Am 1. April 2009 bestellten wir ihn zum Gewässerschutzbeauftragten der Stadt Zeitz. Und nun, am 31.12. dieses Jahres, will er uns aus tarif- und rententechnischen Gründen verlassen. Wolfgang Schirmer hat sich in den vielen, vielen Jahren sehr engagiert, mit der ihm, kann man ruhig sagen, sehr eigenen Art für die Themen eingesetzt und in seiner auch teilweise lockeren Art und Weise manches bewegt und bewegen können, was mit gestylten Briefen vielleicht nicht bewegt werden konnte. Er hat Wege gefunden und er hat unsere Zeit und unsere Region mitgestaltet und vorangebracht. Und ich denke, das ist es würdig, dass wir Ihnen heute auch in besonderer Weise Danke sagen. Und er bleibt uns insofern noch ein Stück erhalten, als dass er vom Ehrenamt des Geschäftsführers des Abwasserzweckverbandes Zeitzer Land noch nicht entbunden wird. Ich komme im nicht öffentlichen Teil auf dieses Thema nochmal zurück. Da muss er noch ein bisschen mit ran. Aber das ist ja auch gut, damit können wir sein Wissen natürlich auch weiter melken. Lieber Wolfgang Schirmer, darf ich dich nach vorne bitten? Liebe Stadträte, ich bedanke mich ausdrücklich, dass ihr das so lange mit mir ausgehalten habt. Ich habe mein Bestes versucht zu geben, ob das immer gelungen ist, könnt ihr am besten hier einschätzen. Aber ich denke doch, wir haben eine ganze Menge erreicht. Guckt raus auf den Altmarkt, guckt raus auf die Kalkstraße, was alles im vorigen Jahr, in diesem Jahr geworden ist. Und ich denke, da können wir schon ein ganzes Stück stolz sein. Vielen Dank, Wiedersehen. Und eröffnet da sind Anfragen zum Bericht des Oberbürgermeisters. Bitte schön, die Anfragen. Sehr geehrte Damen und Herren, im Rahmen der heutigen Vorlage, die Verwaltung eingebracht hat, sollen die Stadtratsmitglieder über die Neueinführung einer Beitragspflicht als solche entscheiden. Aus der Begründung oder den Unterlagen und Lebenslauf der Vorlage kann man entnehmen, dass sich seitens der Stadt damit Einnahmen von rund 106.000 Euro erhofft werden aus dem gesamten Stadtgebiet, einschließlich der Ortschaften der Stadt Zeitz. Als erstes die Frage an die Verwaltung, nebst grundsätzlicher Bedenken hinsichtlich auch der Abgrenzung der ohnehin erhobenen Niederschlagsgebühren, die ja wir ja alle als Grundstückseigentümer bzw. als Mieter im Rahmen der Betriebskostenabrechnung entrichten. Wie hoch werden die Verwaltungskosten sein, um die entsprechenden Bescheide für sämtliche Grundstücke der Gemarkung Zeitz und einschließlich der Ortschaften zu erstellen? Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Verwaltung hat sich natürlich bei der Aufstellung der Satzung auch diese Frage gestellt und hat eine Gegenrechnung aufgemacht, die allerdings, das betone ich, rein fiktiver Natur ist. Wie hoch die tatsächlich sind, kann man dann erst ermitteln, wenn man sich die Stunden mal notiert und aufschreibt. Aber nach den Vorgaben des Gesetzgebers sind ja für die Leiterin des Sachgebietes 20% der Arbeitszeit anzusetzen. Und für die Mitarbeiterin haben wir aus unserer Annahme jetzt erstmal eine VBE eingesetzt.
für das laufende Jahr, was ja praktisch dieser Gebühr, die wird ja jährlich erhoben, entspricht, und sind dort auf gut 70.000 Euro gekommen. Das klingt jetzt viel im ersten Moment, im Gegensatz zu der Einnahme von 106.000, also die Differenz wäre dann das, was bleibt. Es gibt aber, wie gesagt, auch noch andere Argumente, zu denen ich dann vielleicht komme, wenn sie nachgefragt werden, die dafür sprechen, diese Umlage zu erheben, denn es gibt auch ein Kommunalabgabengesetz, es gibt den Grundsatz der Einnahmebeschaffung, es gibt die Kommunalaufsicht, die uns dazu drängt, natürlich diese Einnahmen, die uns zustehen, zu erheben. Und es gibt auch das Problem, dass die Stadt Zeitz, ich hatte Ihnen das uns eingangs auch schon gesagt, mittlerweile durch die Gebietsänderung rund 93.000 Euro an den Unterhaltungsverband und dieser dann wieder zum Teil abführt, zahlt. Es kommen auch noch, und das ist hier nicht in der Rechnung mit drin von Herrn Schwarz, es kommen ab 2016, eigentlich ab 15, aber die Rechnung werden erst 16 vorliegen, auch noch die Gewässer erster Ordnung hinzu. Und ich bin der Meinung, dass also in der nächsten Zeit sicherlich dieser rein fiktive Personalkosten, die rein fiktiven Personalkosten erheblich senken werden, weil das nämlich jetzt hochgerechnet ist aus der Einarbeitungszeit. Ich denke mal, das meiste wird ja ohnehin mit dem Computer gemacht. Ansonsten wären wir gar nicht in der Lage gewesen, mit dem entsprechenden Programm diese über 8.000 Grundstücke zu bewerten. Dankeschön, Herr Hennig. Eine Nachfrage. Ich danke erstmal der Verwaltung zu der Aussage, dass hier fiktiv Verwaltungskosten von 70.000 Euro für sämtliche Grundstücke der Stadt Zeitz und der Ortteile herangezogen werden. Mich erschreckt zum einen die Zahlen, eine Beitragspflicht von 93.000 und alleine Verwaltungskosten bei erhofften Einnahmen von 106.000 Euro. Ob wir nicht sagen müssen, alleine wir legen hier nichts um, sondern beschäftigen uns selber, um mit der gleichen Tätigkeit das Entgelt für die Arbeit zu erzeugen, die die Tätigkeit der Beitragserhebung selbst verbraucht. Das ist das eine. Ich habe nur erhebliche Bedenken, dass entgegen der Annahme von Herrn Immich die 70.000 Euro Verwaltungskosten hier ausreichen und glaube auch nicht, dass sich die Gebühren senken. Wir haben im Rahmen der Straßenreinigungskosten Satzung, die uns alljährlich oder zumindest in Zeitabständen und die entsprechenden Kalkulationen begleitet, sowohl in den vorangegangenen Jahren, auch in der diesheutigen oder heutigen Tagesordnung, wiederum die Straßenreinigungsgebühren zu kalkulieren und die daraus zu erhebenden Beiträge. Gereinigt als solches wird nach meinem Kenntnisstand in unterschiedlichen Reinigungszyklen überwiegend nur in der Stadt Zeitz und dort auch nicht alle Straßen. Wir haben dort alleine, obwohl die Grundstücke alle erfasst sind und im Beitragsbescheid nur einmal im Jahr eigentlich automatisiert erhoben wird, Verwaltungskosten von knapp 100.000 Euro. Sie liegen zwischen 90 und 100.000 Euro. Alleine um einmal jährlich einen Beitrag pro gekehrtes Grundstück zu erheben. Die Grundstücke, für die hieß in der hiesigen Vorlage, die Umlage für die Verbandsgemeinde zu erheben ist, ist von der Anzahl bedeutend höher, sodass meine Zweifel, die ich an den tatsächlichen Verwaltungskosten von 100.000 mit Herrn Immich jetzt mit 70.000 beziffert habe, eigentlich sich erheblich manifestieren. Vor diesem Hintergrund beantrage ich, die Vorlage in der heutigen Sitzung in die Verwaltung zunächst zurückzuweisen, da ich und meine Fraktion nicht geneigt ist, eine neue Beitragspflicht für Grundstückseigentümer einzuführen, mit zu erwartenden Verwaltungskosten, die nahezu identisch sind zu der erfolgten Einnahme. Und in dem Fall genügt mir auch nicht der pauschale Verweis auf das Kommunalabgabengesetz, dass wir die Möglichkeit haben, Gebühren oder Kosten als solche umzulegen. Ich finde es jedoch nicht dann wirtschaftlich, diese zu erheben, wenn die reinen Verwaltungskosten jegliche Einnahmen wieder auffressen. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, es ist, und ich darf da den Oberbürgermeister mal in anderen Zusammenhang zitieren, manchmal eben das lachende und das weinende Auge. Das Land hat sehr lange diskutiert im Landtag über die Änderung des Wassergesetzes. Das lief über nahezu 3 Jahre im Landtag. Und die Beschlussfassung erfolgte dann im Jahr 2011. Mit dem Hintergrund, der auch in der Beschlussbegründung steht, dass die Kommunen aufgefordert sind, entsprechende Satzungen dazu zu erlassen. Wir haben nach der Gebietsreform nun mal in Zeitz einen sehr großen Flächenzugewinn. Das ist in jeder Form ein Gewinn und
Wir haben allerdings auch, und das wissen alle Kollegen und gerade auch die Kollegen der Freien Wähler, sehr große Mühe, die Gräben und entsprechenden Zuflüsse der Gewässer zweiter Ordnung zu unterhalten. Und wir müssen eine Abgabe an das Land zahlen, sowohl im Bereich Abwasser, das lasse ich jetzt mal weg, als auch in diesem Bereich. Und diese Abgabe ist bisher aus den allgemeinen Zuweisungen, aus dem Topf der Stadt bezahlt worden. Ich bedanke mich, Frau Kollegin Stöber, Sie stimmen mir dazu. Und es kann gern jeder Grundstücksbesitzer auch, und das haben wir im Ausschuss auch ausführlich dargelegt bekommen, schon jetzt sich kundig machen in der Verwaltung, welche Größenordnung auf ihn zukommt. Es ist in dieser Satzung eine Kappungsgrenze eingezogen für kleine Grundstücke, sodass es also nicht jeden betrifft. Wir haben mittlerweile, und das darf ich hier sagen, sehr viele Grundstücke auch aus dem ehemaligen BVVG-Vermögen privatisiert an die Landwirte ringsrum. Entweder sind sie verpachtet oder sie werden bewirtschaftet. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch neu und aktuell immer wieder Sorgen, weil uns durch Niederschlagsereignisse auch Gräben an Straßen zuschwemmen, weil der Boden vom Feld in die Gräben läuft. Und Herr Otto, Sie werden mir vermutlich zustimmen, wir haben da sehr viel Arbeit, um all diese Aufgaben erfüllen zu können, beziehungsweise auch diejenigen heranzuziehen, die dafür verantwortlich sind. Es ist ein Thema sicherlich für die Landwirte und für die Waldbesitzer. Ich denke aber, es wird sich nicht aufheben, indem wir diese Satzung nicht beschließen. Ich will dafür werben und es macht wenig Sinn, jetzt hier danach zu fragen, was das für Verwaltungskosten verursacht. Wir müssen in vielen Fällen Satzungen mit Gebühren erheben und die Verwaltungskosten, wir haben nicht vor, neue Mitarbeiter dafür einzusetzen. Im Zweifel haben wir die Aufgabe zusätzlich. Das ist richtig, dass es von den Mitarbeitern auch zusätzlich zu erbringen ist. Aber wir sind informiert worden, dass dieses Programm, was Herr Immich auch schon ansprach, dieses Computerprogramm, was angeschafft worden ist, schon in der Stadtzeit, was auch relativ teuer war, uns da sehr gute Dienste leisten wird. Ich werbe also dafür, diese Satzung zu beschließen. Und ich möchte etwas anfügen. Es wäre sehr gut, wenn die Gründe für die Erhebung dieses Beitrags auch in der Öffentlichkeit nochmal klar und deutlich rübergebracht werden, dass das also keine böse Überraschung wäre für den einen oder anderen, sondern dass es ein Vollzug des Wassergesetzes ist, wozu wir auch verpflichtet sind. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Bürgermeister. Meine Damen und Herren Stadträte, ich glaube, ihr wird es der Erkenntnisstand jedes Betrachten ist sehr unterschiedlich einzuschätzen. Diese Verbandsumlage erfolgt im Unterhaltungsverband Weiße-Elster, die auch für uns die Aufgabe erfüllt, die Fließfähigkeit der Gewässer zweiter Ordnung und zukünftig auch erster Ordnung. Wir haben seit Jahren 93.000 und zukünftig 106.000 Euro aus dem Haushalt als Ausgaben bezahlt. Und diese Ausgaben kommen wir gar nicht drum rum. Und wenn wir eventuell nochmal in die Haushaltsgenehmigung der letzten Jahre der Kommunalaufsicht reinschauen und feststellen, dass die Kommunalaufsicht das bloß verlangt hat, zu tun. Richtig ist allerdings, das ist die reine Umlage der Kosten, die uns in Rechnung gestellt werden. Wir haben unsere eigenen Verwaltungskosten selber zu erbringen. Herr Immisch hat gesagt, dass diese geschätzten 70.000 im ersten Aufrechnungsjahr entstehen und danach in dieser Höhe bei beiden nicht mehr auftreten werden. Weil sich dann auch Bescheide, wie auch im Steuerrecht, wiederholen, weil sie nicht nur eine neue Ermittlung haben, es sei denn, es gibt eine neue Rechnung aus dem Verband. Wir sind also verpflichtet, dieses Geld zu zahlen. Bei den erwähnten Straßenausbaubeiträgen und Straßenreinigungsgebühren ist es anders, da wird unser eigener Verwaltungsaufwand in die Gebühr mit eingerechnet. In einer anerkennenswerten Höhe. Das ist hier nicht der Fall, wir haben den Verwaltungsaufwand selber zu erbringen. Die
dieser im ersten Jahr begann nämlich mit ca. 70.000 beschrieben, allerdings ohne zusätzliches Personal in der Verwaltung. Das heißt, die Personalkosten in der Gesamtverwaltung verändern sich nicht. Man kann hier gefühlt unterschiedlicher Auffassung sein. Der eine oder andere könnte uns wissen, die Aufforderungen haben wir ja schon 2009 bekommen. Und wenn wir jetzt erst 2014 mit der Vorlage kommen, dann ist es noch jemand gegeben, der auf die Bremse getreten hat. Denn das sollten Sie eigentlich schon 2010 machen, wenn der Haushaltsentscheidung rückblickend anschaut. Ich sage auch, Herr Schwarz, ich spreche jetzt schon ganz klar gegen den Antrag zurückverweisen an die Verwaltung, weil er nichts bringt. In Berlin gibt es die gleiche Vorlage in der nächsten Sitzung wieder. Weil ich auch keine andere Chance habe, es zu tun. Wer der Auffassung ist, dieser Vorlage nicht zustimmen zu wollen, dann soll er sie bitte ablehnen. Und wer der Auffassung ist, ihr zustimmen zu müssen, soll er bitte zustimmen. Aber sie die Verwaltung zurückzuweisen, bringt gar nichts. Ich bin verpflichtet, sie in der nächsten Sitzung wiederzubringen. Und zwar gleich im Urlaub, weil die Beträge und Haltungsverband sich nicht ändern. Deshalb spreche ich gegen den Geschäftsordnungsantrag. Es gibt eigentlich dazu nur zu der Vorlage ein Ja oder Nein. Und inhaltlich hat Frau Späth sehr zutreffend beschrieben, dass dieses gar nicht anders geht. Und entschuldigen Sie bitte, Frau Späth hat auch gesagt, welche Flächen mit betroffen sind. Auf diesen Flächen wird auch Betriebsertrag erzeugt. Also wir reden hier nicht von dem Einfamilienhäuslerbesitzer, der ist irgendwo bei 10 Euro vielleicht dabei. Meist überhaupt nicht dabei auf der Bagatellklausel. Wir sprechen von großen landwirtschaftlich genutzten Flächen, wo die Betreiber dieser Flächen auch einen wirtschaftlichen Ertrag haben. Das war an der Stelle klarzustellen. Herr Bürgermeister, ich verwehre mich grundsätzlich gegen wirtschaftlichen Ansatz, einen Beitrag zu erheben, der verbunden ist mit Personalkosten, die sich erstens nicht in den Beitrag Einkassung kalkulieren lassen, aber zumindest im Personalaufwand bedingen. Der kann nicht kostenfrei ersetzt werden, erbracht werden, zumindest selbst in einer anderen Haushaltsstelle. Nur mit dem Ansatz gerechtfertigt, mich als persönlich Abstimmender bin ich nicht davon betroffen, weil mein Grundstück oder das Grundstück in dem Haus, in dem ich zur Miet wohne, einfach davon nicht betroffen ist. Selbst sind Grundstücke von der Beitragspflicht unter Umständen betroffen, die keinen landwirtschaftlichen Ertrag dort irgendwo liefern. Und die Sinnhaftigkeit dieses Beitrages in der jetzigen Form, in den zu erwartenden kalkulierten Kosten, als solches sind aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt. Ich widerspreche Ihnen auch in diese fiktive Prognose, dass sich die Verwaltungskosten zur Beitragserstellung in den Folgejahren senken werden mit der Begründung, die Software, die dafür notwendig ist, ist ja irgendwann mal da. Die gleiches Argument haben wir im Rahmen der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren auch bekommen und haben dort suggeriert bekommen, dass die Verwaltungskosten damals mit 85.000 Euro in den Folgejahren signifikant gesenkt werden. Wenn ich die heutige Kalkulation, ich weiß, ich greife jetzt ein Stück vor in den Tagesordnungspunkt angucke, sind aber die Verwaltungskosten für die Straßenreinigungssätze 2015, 2016 und 2017 immer noch mit 85.803 Euro jeweils kalkuliert. Also die externe Senkung. Und wenn ich die Verwaltungsaufwand hier für die Beitragserstellung in der Regel nur städtisch gereinigter Grundstücke anschaue und die Gesamtanzahl der Grundstücke, für die in der jetzigen Tagesordnungspunkt der Beitrag erhoben werden soll, ist die Anzahl bedeutend größer, was für mich die Behauptung, dass sich der Verwaltungsaufwand für die Beitragserhebung in den Folgejahren geringer werden lässt, aber lebensfremd. Der Antrag auf Rückverweisung der Vorlage in die Verwaltung als solche, den halte ich jetzt aufrecht. Wenn er keine Mehrheit findet, werden wir in der Sache selbst zu der Vorlage befinden. Ich finde es aber unangebracht, Haushaltslage hin oder her, weil zunehmend dünner Personaldecke, wie es von Ihnen dargestellt wird, und in den nächsten Jahren schon anstehender Neueinstellung künstlich, zumindest jetzt dann mit der Begründung, es war Wille des Stadtrates und der Kommunalaufsicht, Tätigkeiten zu erbringen, wo die reine Einnahme aus der Tätigkeit gerade mal die Personalkosten, die für die Beitragserhebung notwendig ist, deckt. Wie
gar nicht. Nicht ein einziger Euro davon geht in die Personalkasse zur Verwaltungskasse bei uns. Dieser eingenommene Betrag geht zu 100% an den Unterhaltungsverband. Da geht an den Unterhaltungsverband, ob wir erheben oder nicht erheben. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe ja durchaus verstanden, dass die Stadt Zeitz für die Erhebung der Gebühr sozusagen nichts kann, weil unser lieber Landtag ein entsprechendes Gesetz erlassen hat. Die Arbeit des Unterhaltungsverbandes an sich finde ich auch gut und richtig, dass er sie durchführt, dass also die Gewässer fließen und nicht irgendwo aufgestaut werden. Aber trotzdem darf man ja im Rahmen als Kommune, das Land feiert sich mit einem ausgeglichenen Haushalt und mit einer schwarzen Null. Wir kämpfen um jeden Euro, den wir als Stadträte wollen, für unsere Stadt und Ortsteile auszugeben. Und hier wollen wir richtigerweise 100.000 Euro einnehmen, um den Unterhaltungsverband zu bezahlen und müssen dafür aber rund 70.000 Euro aufwenden aus unserem städtischen Haushalt dafür. Und demzufolge darf man durchaus diese Satzung kritisieren, dass der Verwaltungskostenanteil aus unserer Sicht hier zu hoch ist, nicht gerechtfertigt, und wir erhofften mit unserer Zurückverweisung des Antrages in die Verwaltung, dass es andere Möglichkeiten gibt, im Rahmen einer Grundsteuererhöhung, Kleinerhöhung, diesen Beitrag einzusammeln für den Unterhaltungsverband, richtig, aber dass nicht so eine hohen Verwaltungskosten dabei anfallen und dass wir sie führten, oder Herr Immisch führte aus, dass es eine VBE betrifft, die also diese Arbeit tut, die könnten wir perspektivisch dann auch wieder innerhalb der Stadtverwaltung einsparen, weil wir diese Aufgabe halt vielleicht im Rahmen einer Grundsteuererhöhung mit abgedeckt haben, also diese Einnahmen daraus haben. Deshalb wollten wir da die Zurückverweisen. Sonst in der Sache denken wir nach wie vor, 100.000 Euro einzunehmen und dafür 70.000 rund auszugeben, steht für uns nicht in dem Verhältnis. Und deshalb sehen wir hier nur die Möglichkeit, die Satzung sonst in der Folge abzunehmen. Danke. Bitte ich Sie, diesen Paragraph 3 Absatz 2 zu streichen und die
die beiden weiteren Absätze würden dann jeweils vorrücken, das heißt, würden dann statt 3 und 4 Absätze 2 und 3. Danke sehr. Dankeschön, Herr. Oder gibt es Redeanträge? Kann ich nicht erkennen. Ich gebe zunächst die bisherigen Abstimmungsergebnisse bekannt. Im Ortschaftsrat Lübbenau wurde abgestimmt. 3 Ja-Stimmen, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Ortschaft Birkau, 5 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Ortschaftsrat Lübbenau, kein Beschluss. Goldnitz, 6 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Ortschaftsrat Deisen, 8 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Bauausschuss, 3 Ja, 0 Nein, 2 Enthaltungen. Ortschaftsrat Dürschwitz, 5 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Ortschaftsrat Keiner, 7 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Ortschaftsrat Zangenberg, 4 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Haupt- und Wirtschaftsausschuss, 6 Ja, 0 Nein, 3 Enthaltungen. Wir kommen zur Beschlussfassung. Wer dem Beschluss Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt die Ja-Stimme. Dankeschön. 32 Ja. Gibt es Gegenstimmen? Eine Gegenstimme. Dankeschön. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 14 und verabschiede den Tagesordnungspunkt 15. Erste Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr in der Stadt Zeitz. Straßenreinigungsgebührensatzung vom 15.03.2012. Gibt es Redeanträge? Herr Hörig, bitte. Sehr geehrter Oberbürgermeister, ich möchte die Gelegenheit nutzen, an den Missstand hinzuweisen. Und zwar, der Satzung wird geregelt, so wie das niedergeschrieben ist, auf die Beräumung von Städten der einzelnen Straßen. Ich mache mich darauf aufmerksam, dass seit Jahren könnte ich an den Reihen dieser Großarmee, bei jedem Schneefall ist, so ein kleines Geschäft. Falscher Tagesordnungspunkt, bis zur nächsten Tagesordnungspunkt, für den Sie reden. Dann bitte ich. Herr Schwarz, bitte. Oberbürgermeister, Sie werden schon befürchten, dass ich zu einem vorangegangenen Tagesordnungspunkt bereits die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühr für 2015 bis 2017 herangezogen habe. Wir haben im vorangegangenen Kalkulationszeitraum bei dortigen Diskussionen uns intensiv, und man kann ja schön und all das die alten Protokolle Niederschriften dazu angucken. Zum einen um den Anfall der Beschilderungskosten, die Frage der Ausgliederung der Vergabe der Geschichte um die Beschilderung, als auch die Verwaltungskosten im Rahmen der Beitragserstellung wird diskutiert. Beides in der Summe, das heißt ohne die reine Kehrleistung, die als solche erstaunlicherweise relativ preisstabil bleibt, mal gucken, wie sich das dann nach 2017 hinaus auch entwickelt, machen dann die Verwaltungskosten zusammen bestehend aus Beschilderungskosten und Kosten im Rahmen der Beitragserstellung zwischen ein Drittel und nahezu 50% der Gesamtkosten aus. Uns wurde zugesagt, dass sich die Verwaltungskosten eklatant senken werden, nachdem die Software, die damals zur Beitragserhebung angeschafft wurde, eingeführt ist bzw. verrechnet wurde. Da die Anzahl der Grundstücke, die gereinigt wird, in den Jahren jeweils gleich ist, auch die Länge der Straßenmeter als solcher als erfasst wird und die im nachfolgenden Tagesordnungspunkt eingetretene Änderung, was wir jetzt zusätzlich an der B91-Kehr und in Zeitz-Ostglaube nicht mehr kehren wollen, nicht so signifikant sein sollen, dass wir sämtliche Grundstücke neu zu erfassen haben, frage ich mich, wann die Verwaltungskosten als solche spürbar gesenkt werden sollen und nicht bei 85.000 Euro betragen. Andernfalls sehe ich mich und die Mitglieder meiner Fraktion heute noch schwer in der Lage, die neuen
kalkulierten Straßenreinigungsbeiträge als solche abzustimmen, da die Verwaltungskosten in der zwei auf vier Seiten umfassenden Kalkulation als solche nicht hinreichend untersetzt zu sein scheinen. Bitte, Herr Hauptbürgermeister. Ich weiß es in genauerem Schluss nicht vom gleichen Reden. Wenn ich die Vorlage anschaue und lese, sind die Verwaltungskosten 2012 97.847 gewesen. 2013 sanken sie auf 94.889. 2014 sanken sie auf 87.938. Und in den Folgejahren auf der nächsten Seite gehen sie auf 85.000 runter. Ich kann im Moment nicht erkennen, dass die Verwaltungskosten gestiegen sind. Denn die Kosten bestimmen sich in Verwaltungskosten. Das immer eingedenk auf die Situation, dass wir zwischendurch Tarifsteigerungen hatten, etc. Die Verwaltungskosten, die wir selber in der Erzeugung haben, möglicherweise sogar relativ gestiegen sind. Will ich jetzt nicht bewerten, aber in der Summe sind die Verwaltungskosten in die Kalkulationszeiträume gesunken. So wie wir es auch gesagt haben, ohne eine Versprechung gemacht zu haben. So, die anderen Kosten können wir, wie gesagt, nicht beeinflussen. Bitte den Nachfrage, Herr Kurz. Herr Bürgermeister, das mag vielleicht Ihre Gefühle anderer Leseart der Kosten als solche sein. Ich sehe jetzt in dem insbesondere auch in dem Vergleich zum Jahr 2012 dort kalkulierten oder Ist-Kosten, denn wir haben ja noch einen Fehlbetrag aus dem vorangegangenen Kalkulationszeitraum, den wir jetzt nicht ausdenken dürfen. Das heißt, die damals verschauten Kosten sind ja wohl irgendwo mal nicht fälschlicherweise zu niedrig angesetzt worden, von rund 400.000 Euro, passen so ziemlich gefühlt auch zu den jetzt zukünftig kalkulierten Insgesamtkosten von 400.000 Euro. Das heißt, für den einzelnen Grundstückseigentümer oder Mieter, auf den es umgelegt wird, wird spürbar die gleiche Zahllast bleiben. Die von uns oder uns versprochene Reduzierung der Verwaltungskosten, die damals durchschnittlich mit 2 Mitarbeitern dort kalkuliert oder 1,5 Mitarbeitern kalkuliert worden war, nach Einführung des entsprechenden Computerprogramms und nachdem die Software dort Anwendung findet, die sehe ich auch in, wenn ich Ihre Lesart der Gesamtkosten von 12, 14, 15, 16, 17 oder irgendwo sehe, als solche nicht. Ich lasse mich gerne von Ihnen erzeugen, wie sich jetzt der Personalaufwand spürbar in den Jahren 2015, 2016, 2017 reduziert, so dass es nach Möglichkeit auch bei gleichbleibenden Reinigungskosten als solche zu einer Senkung der zu entrichtenden Straßenreinigungsgebühren nach Möglichkeit pro Quadratmeter tatsächlich lächerlich kommt. Ich kann nur 2% im Moment nicht nachvollziehen. Für mich stehen im Jahr 2012 97.847 Verwaltungskosten und im Jahr 2014 stehen 87.938. Das sind in der Senkung 10%. Über alles ist eine Senkung der Verwaltungskosten um 10%. Das sprechen die Zahlen ganz klar aus. So, in dieser Zeit gab es Tarifveränderungen nach oben. In dieser Zeit gab es auch entsprechend mehr sächlichen Betriebsaufwand. Denn wir wissen genau, dass auch die Sachkosten, die Arbeitsplatzkosten an vielen Stellen steigen. Das heißt, wir haben mit dieser Senkung Kompensationen auch mit den Personalsituationen durchgeführt. Und das ist eine Senkung, ich kann keine andere Erkenntnis hier haben. Und dann die Beschilderung, die ja zwingend notwendig ist, durch den Einzugziehen als Verwaltungskosten, das dürfte ja nicht sachgerecht sein. So, Herr Heinrich, bitte. Herr Oberbürgermeister, ich greife Ihren letzten Einsatz aus, Beschilderung. Ich stehe vielleicht nicht zum vierten Mal vor Mikrofon. Jedes Mal habe ich gesagt, geht das nicht einzusparen, indem wir eine feste Beschilderung machen, das mal zum Verprüfen, wie viele Schilder kommen. Andere Städte haben es auch, da steht kein Mitbewerber geeinigt. Ich weiß nicht, was da für Situationen sind. Beispiel Motorstraße, ich beobachte das, es ist mit Z-Kontrollen in der Fahrstadt, wenn die Schilder rein, dann geht die Schilder wieder weg. Und das sind auch Lasten, die wir den Bürgern auferlegen, mit
Einsparungen. Zum Beispiel 37.012 und dann wieder 38.000 in der 13er Jahr. Und dann im 14er Jahr sind es gerade noch 42.000. Das wäre einfach immer eine Einschaffung, dieses zu tun. Nur man muss es heulen oder man muss man sagen, wir fassen das Ding mal ein. Man darf man nicht immer mit dem Kopf schütteln. Und das ist in den letzten Jahren, weil ich das immer wieder angebracht habe, immer wieder passiert. Und das tut mich unbefriedigend, weil Sie gesagt haben, wir könnten an diesen Kosten nicht denken. Wir wären potenziell auch an Ort, könnten, wenn man will. Oder Sie beweisen mir, dass das insgesamt viel zu teuer ist, das zu tun. Aber schön, dass Sie da sind. Bitte, Herr Oberbürgermeister. Lieber Hedrich, ich würde ja gerne bei Ihnen sein, es geht leider nicht. Sonst haben wir vor 3 Jahren im gleichen Raum, in dem gleichen Hause schon mal gesprochen. Sie wissen, dass es kein Verkehrszeichen gibt, was ich jetzt antragen könnte, halte und Parkour mit Verkehr, mit Zusatzzeichen. Jeder zweite Mittwoch im Monat, Er fragt sofort jeder, sind wir jetzt im ersten oder zweiten Mittwoch im Monat? Die Frage wäre dann, dass man sagt, Mittwoch in 1 aus schon könnte generell mittwochs von 8 bis 12 Uhr. Mit dem Ergebnis, dass wir keine Straßenreinigung haben, müssen wir gleich in Flächen kassieren. Ist vermehrt die Einnahmen der Stadt, möglicherweise. Weil dann, auch wenn wir nicht kehren, ist dann natürlich ein Verkehrsverstoß existent. Also, ihr könnt die Straßenverkehrsordnung nicht passiv machen. Diese Kosten sind so an der Stelle zwingend. Und die Schilder müssen ja auch 48 Stunden vorher aufgestellt werden vor Reinigung. Weil ansonsten Einwendungen gegen das Parkverbot durchgeführt werden könnten. Die Alternative ist, wenn jemand es nicht genau weiß, dass sie auch was dann passiert, dann kommt die Kehrmaschine natürlich nicht durch, weil jemand nicht wusste, ob der zweite oder der erste oder der dritte Mittwoch ist. Und dann gibt es einen Ärger anschließend, dass dann die anderen, dass die weitaus wichtigen dann sagen, bei mir ist ja gar nicht gekehrt worden. Es gibt rechtlich keine andere Lösung nach der SDVO. Ich möchte es nicht ausdrücken. Ich bin in dieser Bundesrepublik schon viel aus der Schule. Andere Städte tun was. Dort sind die Schilder da und die haben nicht die Bedenken. Ich weiß nicht, ob man es nicht will oder ob man hier dann sagt, naja, sie preist ab, preist raus, das wird mir einfach sehen. Ich höre jetzt in der Diskussion auf. Bei der nächsten Einwasserung, wenn ich noch Stadtmann bin, kriege ich es wie bei, vielleicht schaffe ich es, dass irgendwann mal diese Schilder mitgebracht werden. Danke schön, Herr Heidrich. Herr Schwarz, hatten Sie noch eine Nachfrage? Nein. Gibt keine weiteren Nachfragen bzw. Redeanträge, dann kommen wir zur Beschlussfassung. Ich gebe noch kurz bekannt, wie in den Wirtschaftsräten abgestimmt wurde. In den Ortschaftsrat Bürger wurde zurückgestellt, in den Ortschaftsrat Mönnewitz 7 Ja, 0 Nein für die Enthaltung, in dem Ortschaftsrat Lückenberg 4 Ja, 0 Nein und 0 Enthaltung, Ortschaftsrat Keiner 7 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung, Ortschaftsrat Geusnitz 7 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung, Ortschaftsrat Heißen, 1 Ja, 4 Nein, 4 Enthaltung, Ortschaftsrat Würschlitz, 5 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung, Ortschaftsrat Frankenberg, 3 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung, Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss, 4 Ja, 0 Nein, 2 Enthaltungen. Wir kommen zur Beschlussfassung. Wer Zustimmung erteilt, bitte jetzt Ja stimmen. Dankeschön, 23 Ja. Die Linke stimmt, bitte. Thank you.
Einstimmen. Stimmenthaltungen. Zwei Enthaltungen. Nein. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 15 und auf Tagesordnungspunkt 16. Zweite Änderungssatzung zur Satzung über die Straßenreinigung und die winterliche Räumung und Streupflicht in der Stadt Zeitz. Straßenreinigungssatzung vom 11.11.2010. Abgestimmt wurde im Ortschaftsrat Bürger, wurde zurückgestellt im Ortschaftsrat Löwitz. 7 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung, Ortschaftsrat Lückenberg. 4 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung, Ortschaftsrat Keiner. 8 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung, Ortschaftsrat Freisen. 7 Ja, 0 Nein, 2 Enthaltungen, Ortschaftsrat Kölzlitz. 7 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung, Ortschaftsrat Börschwitz. 5 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Ortschaftsrat Zangenberg, 3 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Bauausschuss, 3 Ja, 1 Enthaltung, 1 Nein-Stimme. Im Haupt- und Wirtschaftsausschuss, 9 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Gibt es Rede? Es gibt noch einen nur redaktionellen Hinweis. Da bitte den Stift einzusetzen. In § 11 haben wir versehentlich den Satz drin, den Satz 1 und die Formulierung § 6 Absatz 7 GO-NSA gestrichen, durch die Formulierung § 8 Absatz 6 KVG-NSA ersetzt. Das haben wir mit der Artikelsatzung schon beschlossen. Das können wir gar nicht mehr ändern, weil es schon geändert ist. Bitte Sie einfach, das zu streichen. Im Bauausschuss ist es schon gesagt worden, hat man das schon registriert. Es ist leider durchgerutscht, dass es heute noch im Ausdruck drin ist. Dankeschön. Gibt es Redeanträge? Herr Rösch. Meine Damen und Herren, ich mache es kurz. Jeder von Ihnen, der einen Grundstück hat und der irgendwas im Besitz hat und der eine Straße vor der Nase hat, hat Pflichten. Und so auch als Großart. Überwiegende Teil der Bürger kommt den Pflichten nach. Es gibt einen ganz gefährlichen Abschnitt, das ist die Kurve, die schräge, steile Kurve. Und dort habe ich die Stadtverwaltung seit Jahren gebeten, zur Sicherheit, dass wir Anlieger oder die Anlieger dort oben einen Teil der Straße bei Schneefall sofort beräumen. So wie es am Menschenberg ist, so wie es am Stadtbau auf dem Neumarkt und vom Rathaus ist. Ich würde den Ordnungsamtschef Herrn Otto bitten, die Sache nochmal zu prüfen, dass die Bürger, das wollen die ja auch, die Pflicht übernehmen, bei Schneefall an die Hälfte des unbefestigten Gehweges zu reinigen. Die Stadt kann einer schnellen Reinigung aufgrund der Erfahrung gar nicht nachkommen, weil die Hauptstraßen zuerst dran kommen. Und die Unfallgefahren am Zugang von den Häusern unserer Stadt ist eine Riesengefahr. Dankeschön, Herr Hörig. Gibt es weitere Redeanträge? Kann ich nicht erkennen. Wir können zur Abstimmung der Zustimmung erteilen, bitte ich jetzt die Abstimmung. Dankeschön, 28 Ja. Die Gegenstimmen bitte. Zwei Gegenstimmen. Die Stimme enthalten. Eine enthalten. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 16 und verhalte Tagesordnungspunkt 17. Satzung über die Aufhebung des Gebäudeplanes Nummer 32 der Stadt Zeitz, Wohnbebauung an der Hohle, August-Dietschold-Straße. Gibt es Redebedarf?
Dann trage ich kurz die Abstimmungsergebnisse vor im Bauausschuss. 5 Ja-Stimmen, 9, 0 Nein für die Enthaltung. Im Haupt- und Wirtschaftsausschuss 9 Ja-Stimmen, 0 Nein, 0 Enthaltung. Wir kommen zur Beschlussfassung. Wer Zustimmung erteilt, bitte ich jetzt die Ja-Stimme. Ich schließe Tagesordnungspunkt 20, rufe auf Tagesordnungspunkt 21.
Aufstellungsbeschluss zur Erstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nummer 71 zur Errichtung eines Eigenheims am Pappelweg in Zeitz. Beschluss im Hauptausschuss abgestimmt, 5 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung, im Haupt- und Hauptwirtschaftsausschuss 9 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung. Gibt es Redeanträge? Kann ich nicht erkennen. Kommen wir zur Beschlussfassung. Wer Zustimmung erteilt, bitte ich Ja stimmen. Dankeschön, heiße ich ja. Gibt es Gegenstimmen? Null. Gibt es Enthaltungen? Eine Enthaltung. Dankeschön. Ich schließe Tagesordnungspunkt 21, rufe auf Tagesordnungspunkt 22. Hier liegt Ihnen ein Änderungsblatt vor. Abgestimmt wurde folgendermaßen im Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur und Sport. 5 Ja-Stimmen, 0 Nein, 0 Enthaltungen. Im Haupt- und Wirtschaftsausschuss 8 Ja-Stimmen, 0 Nein, 1 Enthaltung. Gibt es Redeanträge? Kann ich nicht erkennen. Kommen zur Abstimmung. Wer Zustimmung erteilt, bitte jetzt Ja stimmen. In der Fassung der Tischvorlage. Das war Ihre Frage, Frau Rosenberg. Ich wollte es nachher. Wir können es auch ganz so. Dankeschön. 30 Ja stimmen. Gibt es Gegenstimmen? Eine Gegenstimme. 31, 29 Ja-Stimmen waren es. Ich schließe den Tagesordnungspunkt 22, rufe auf Tagesordnungspunkt 23. Bitte, Herr Oberbürgermeister. Im Rahmen der Förderung im Bauausschuss und im Ergebnis des Bauausschusses haben wir im Haushaltsplan Entwurf 2015 an der Investitionsnummer 3651 mit 1501 Einbruchsmeldeanlage Kitas 10.000 Euro veranschlagt. Das entspricht dem Ganzen. Auf diese Grundlage hatten die Ausschüsse aber noch zugestimmt. Ja, das wir stellen die Erledigung des Antrages fest. Damit schließe ich den Tagesordnungspunkt 23, rufe auf Tagesordnungspunkt 24, ist gestrichen, rufe auf Tagesordnungspunkt 25. Als Lob eines Ehrenamtpreises für hervorragendes bürgerschaftliches Engagement als Anlass des jährlich wiederkehrenden Internationalen Tages des Ehrenamtes am 5. Dezember. Herr Heller, Entschuldigung, Frau Reiner. Herr Vorsitzender, eine Stadt kennt, wertschätzt und würdigt die ehrenamtlich tätigen Bürger. Das ist die Motivation des Antrages zur Ausrufung des Ehrenamtspreises der Fraktion Die Linke. Wir alle wissen, dass ehrenamtliche Bürger der Stadt, die es hier auch zuhauf gibt, aus den unterschiedlichsten Bereichen, oftmals, Seismografen sind für gesellschaftliche Stimmungen, Ehrenamtler sind aber auch der Kitt des sozialen und gesellschaftlichen Zusammenlebens. Vor diesem Hintergrund schlagen wir vor, im Rahmen des Internationalen Tages der Ehrung und Würdigung des Ehrenamtes am 5. Dezember jedes Jahr, in diesem Rahmen die Ehrenamtlichen der Stadt Zeitz entsprechend
in diesem Haus hier in der letzten Stadtratssitzung zu würdigen. Die Fraktion möchte zur Präzisierung des Antrages diesen Antrag nochmal in den Hauptausschuss verweisen. Ja. Dankeschön, Frau Weinhoff. Ja. Der Antrag wurde gestellt zur Verweisung in den Hauptausschuss. Darüber stimmen wir jetzt ab. Wer dem zustimmt, bitte ich Ja stimmen. Die Zustimmung ist mehrheitlich festgestellt, damit ist der Antrag beschlossen. Tagesordnungspunkt 25 und auch Tagesordnungspunkt 26. Eigentlich hat unser Oberbürgermeister zu diesem Tagesordnungspunkt schon geäußert, wie das in Zukunft laufen soll mit unserem Leitungsmarkt. Aber Margrethe, wenn du noch was dazu sagen möchtest, bitte halte dich kurz. Wir müssen in der Zeit mit unserer Tagesordnung durchführen. Bitte. Ja, du hast das Wort. Der Antrag ist gestellt, er ist ja schon seit November auf der Welt und wir beantragen die Überweisung in die Ausschüsse, weil wir der Auffassung sind, man kann die Organisation und alles, was im Weihnachtsmarkt eine Aufgabe der Stadt ist, sicherlich auch in den Beratungen nochmal vertiefen. Und wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass wir diesen Antrag aufrechterhalten, auch wenn der Oberbürgermeister heute mitgeteilt hat, wie er sich das vorstellt. Wir möchten noch die Beratung in den Ausschüssen beantragen. Danke schön. Bitte, Herr Oberbürgermeister, noch. Für mich ist es ein bisschen unverständlich. Wir haben mit den Kuratoren eine Festlegung getroffen. Und die habe ich bekannt gegeben, dass die gilt für 2015. Jetzt verweist man das in die Ausschüsse. Und damit kommt, glaube ich, zur möglicherweise erheblichen Verbesserung. Weil dann die Diskussion, die am Ende der Festlegung 2015 vor, die im Kuratorium lange gedauert hat, in der Politik und politisch entschieden wird und wird erheblich, ja, es kann auch etwas ganz anderes rauskommen. Denn nur die Verweisung gibt es ja nicht. Das heißt, es kehrt dann irgendwann diese Stadtrat zurück. Das heißt aber auch, bis zu dem Ergebnis können wir den Weihnachtsmarkt 2015 nicht vorbereiten. Also Herr Oberbürgermeister, man kann jetzt darüber streiten, ob Anträge, die seit Monaten oder Wochen in der Welt sind, dann so kurz vor Weihnachten aus der Welt geschafft werden, indem Sie sagen, es ist Sache der Verwaltung, wie es bisher war. Der Stadtrat kann sich jedes Themas annehmen, das haben wir eben vor mehreren Wochen getan. Und Sie haben ja bisher auch einen Weihnachtsmarkt durchgeführt und es steht da so drin, ab 2015, wenn es denn ab 16 ist, auch gut. Es gibt verschiedene Auffassungen über die Frage der Details, das stellt sich zumindest nach dieses Antrags in mehreren Gesprächen heraus und man sollte das vielleicht dann tun. Denn die Intention war, dass eben genau dieser vielstimmige Chor, der jeden Jahr über die Stadt sich ergießt, in Vorbereitung des kommenden Weihnachtsmarkts irgendwann mal vielleicht zu einem Kanon wird oder zu einem abgestimmten Chor. Und das ist sicher auch aus den Presseanlagen zu entnehmen, die sich da ja auch vielgestaltig zeigen. Und ich denke, es macht Sinn, dass man eben der Stadtrat sich dieses Themas mal annimmt, im Zweifel auch darüber nachdenkt, was klug und noch besser gemacht werden kann. Das heißt nicht, dass das Weihnachtsmarkt-Kuratorium, wie Sie es auch nur nennen wollen, deswegen arbeitslos wird. Das ist gar nicht unsere Intention gewesen. Wir haben uns nicht mit den Fragen beschäftigt, die Händler und andere hier stellen, sondern mit den Fragen, die die Stadt betreffen. Und damit haben wir uns beschäftigt, was man nicht.
dann können Sie das gerne auch parallel im Kuratorium alles vorbereiten. Das sehe ich als keinen Hinderungsgrund, dass das so weiter auch geschehen kann. Gut, danke schön. Gibt es weitere Redeanträge? Na, ich das. Meine Damen und Herren, das ist ein Dauerbrenner. Und es ist also nicht richtig, dass sich der Stadtrat, die Ausschüsse oder dieses Beratungsteam da nicht beschäftigt hat mit dem Weihnachtsmarkt. Was mich an sich wundert, ist dieser Hickhack, wer was bestimmt und wer was besser machen müsste. Für mich gibt es denn erstmal eine klare Aussage, die heißt, der Weihnachtsmann geht auf oder der Weihnachtsmann mit dem Weihnachtsmarkt geht auf einmal. Das ist eine gute Entscheidung, der steht schon. Aber die weitere Frage, wie nutzen wir unsere Chancen? Ich will jetzt nicht von dem Weihnachtsmann reden, den wir da hergestellt und gerettet haben. Aber wenn ich so eine Sondernummer habe, 4 Meter, und wir haben uns rumgefragt in allen Städten Mitteldeutschlands und das nicht vom Markt, nicht in die Presse bringen, kommen Sie nach Zeitz, kaufen Sie ein, wir haben den größten Weihnachtsmann Mitteldeutschlands, vielleicht sogar Deutschlands, wir bleiben bloß bei Mitteldeutschland, dann verstehe ich das nicht mehr. Und wenn ich heute sehe, dass auf dem Weihnachtsmarkt die Pyramide nicht läuft wegen Stromeinsparungen, ich weiß nicht, ob es stimmt, ob jemand sich einen Spaß gemacht hat, jedenfalls die Pyramide steht. Noch vor 4 Tagen habe ich nachts eine Feuerwehr angerufen, weil diese Geräusche mit diesen ganzen Zahnrädern wohl nicht ganz in Ordnung waren. Das war ein Gekreisch an Dings, die sind dann noch gekommen. Aber das ist auch kein Grund, dass man für die Kinder sich nicht befleißigt, den die Pyramide in Ordnung zu bringen. Ansonsten befürworte ich das, das Kuratorium sollte weiter in einbezogen werden, die Händler von allen Anbietern natürlich. Bitte, Herr Eckhoff, Sie haben das Wort. Nur, sehr geehrter Herr Vorsitzender, Fragen zum Verständnis sind wir jetzt bei der Behandlung des Antrags der CDU-Fraktion, die ja beantragt haben, den Ausschüsse zu verweisen. Wir führen keine Aussprache. Wenn wir eine Aussprache führen, kann ich gleich loslegen. Aber ich bitte doch einfach, die Regelung der Geschäftsordnung einzuhalten, gibt einen Antrag und stimme ab. Dann können wir jederzeit entweder darüber diskutieren und da wird nicht so abgestimmt und wie gesagt, das ist auch erledigt. Ja. Dankeschön, Herr, wir stimmen jetzt zu dem Antrag der CDU-Fraktion ab. Der da lautet, Rückverweisung in die Ausschüsse. Oder Verweisung in die Ausschüsse. Entschuldigung. Verweisung in die Ausschüsse, der dem zustimmen kann, bitte ich jetzt die Ausschüsse. Wir schließen die Tagesordnung 27.
Ich bin bereit, da auf die 28. Ich bin zur Geschäftsordnung, Herr Voss. Soweit Sie der Meinung sind, dass die Stadträte zu einzelnen Tagesordnungspunkten kein Rederecht mehr haben, dann bitte ich das bitte im Protokoll mit Verweis auf die entsprechende Passage der Geschäftsordnung zu begründen. Ansonsten möchte ich bitte, dass im Protokoll vermerkt wird, dass ich einen Redebeitrag oder zumindest eine Äußerung zu diesen Tagesordnungspunkten abgeben wollte und mit Möglichkeit nicht eingeräumt wurde. Sie beziehen sich auf die Tagesordnung 27. Das ist eine Informationsvorlage. Dazu ist eigentlich die Information Ihnen ausgehändigt worden. Ich weiß jetzt nicht, warum wir hier darüber diskutieren sollten. Also rufe ich den Tagesordnungspunkt 27 nochmal auf. Wenn Sie die Möglichkeit, sich zu äußern. Da möchte ich beginnen. Möchten Sie noch mal dazu sprechen, Herr Schloss? Jetzt nicht mehr. Bitte, Frau Schmelde. Es geht auch ganz schnell. Wir hatten ja mal vereinbart, dass die Eilentscheidungen in der Zahl möglichst reduziert werden. Im Kern weiß ich, dass Eilentscheidungen ab und an getroffen werden müssen. Das ist nicht mein Kritikpunkt. Ich habe nur, und da möchte ich ja auch mich bedanken, beim Oberbürgermeister angefragt, weil der Finanzausschuss davon noch keine Kenntnis hatte. Der hat ja auch erst getagt. Er sagte mir, die ist nicht ganz frisch. Ich möchte einfach darum bitten, dass sowas dann relativ zügig, wenn es denn schon einentschieden ist, den Gremien bekannt gemacht wird. Hier mag es in der Verwaltung ein bisschen Wirkung gegeben haben. Ich bitte Herr Oberbürgermeister, Herr Bürgermeister, dass es in der Regel sowieso nicht so oft vorkommt, aber wenn es vorkommt, dann auch sehr zeitnah in den Ausschuss bekannt gemacht wird. Das denke ich gehört auch zur gemeinsamen Arbeit dazu. Dankeschön. Schön. Was noch jemand? Herr Schwarz. Nur das ist der Herr Löhr. Gewisses Mal hat der Vorstand, ist der Vorstand informiert worden, bevor die Entscheidung fällt. Ich habe den Eindruck, hier wird viel mit dieser Sonderentscheidung gearbeitet. Und ich muss meiner Vorrednerin recht geben, es würde doch mal reichen, telefonisch zumindest die Vorsitzenden der Fraktion zusammenzunehmen, zum sowas gehen. Und bei einer Eilentscheidung frage ich auch unsere Verbundenheit, ob wir mal das Geld hier haben. Wir haben für den Wegschnitt auch noch nichts, für verschiedene andere Probleme gibt es nichts. Dort holen Sie das Geld her, Frau Bürgermeister. Was machen Sie da noch eine geheime Reserve für die Schubfahrt? So, Herr Schott, Sie haben sich noch gemeldet, vielen Dank. Nachdem wir jetzt in den Tagesordnungspunkt wieder eingetreten sind und zurückgesprungen sind, hätte ich gerne meine Äußerungen zu Protokoll. Unsere Fraktion missbilligt die Eilentscheidung des Bürgermeisters aus drei Gründen im Ganzen. Zum einen wird in der Eilentscheidung mit Datum 15. September 2014 auf eine Anlage verwiesen. Es soll sich dort um einen Genehmigungs- und vorzeitigen Maßnahmenbeginn durch die Fördermittel handeln. Die Anlage ist der Vorlage als solche zum einen nicht beigefügt. Zum anderen sehen wir in zweiter Hinsicht einen Verstoß gegen die Kommunalverfassung unseres Landes. Gegeben nach § 65 können im Rahmen einer Eilentscheidung nur unabwendbare, notwendige Entscheidungen getroffen werden, solange die Zeit bis zur Sitzung des nächsten Gremiums dafür nicht ausreichend ist. Am 15. September soll mit den Vertretungen durch wen auch immer diese Entscheidung getroffen worden sein. Die nächste Stadtratssitzung war nach meiner Recherche im Sitzungskalender am 25. September angesetzt. Die Begründung in der Vorlage selbst weist auf eine etwaige, den Fördermittelbescheid liegt uns nicht vor, Abrechnungsnotwendigkeit von Fördermitteln auf November diesen Jahres hin. Nach meiner Einschätzung hätte damit eine Beschlussfassung im Stadtrat Ende September am 25. noch 10 Tage nach der Entscheidung durchaus noch rechtzeitig erfolgen können. Zum anderen sieht § 105 der Kommunalverfassung vor,
dass über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur dann zulässig sind, wenn die Aufwendungen und Auszahlungen unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Ohnehin kann man darüber streiten, ob es eine entsprechende Haushaltsstelle für die Maßnahmen gab und ob irgendwann in welchem Investitionsplan über Anschaffung von Verkaufsdresen und Schränken als solche welchen Beschluss herbeigeführt wurde. Ich sehe eben nur im Hinblick auch auf die Begründung selbst, die darauf hinweist, dass eine entsprechende Genehmigung der Kommunalaufsicht zum Haushalt nicht vorliegt, hier eine ausdrückliche oder eine zielbewusste Umgehung der Auflage der Kommunalaufsicht, die eine Beschlussfassung zum Nachtragshaushalt vorsieht, weil man sagt, in Kenntnis dessen, dass es nicht passieren wird, entscheide ich es halt ohne das entsprechende Gremium. Bitte, Frau Bürgermeister. Also eins vorweg gesagt, wir haben es im Nachtragshaushalt beschlossen. Es ist auch durch die kommunalaufsichtliche Genehmigung abgedeckt. Das Zweite, ich bin durch den Anruf von Frau Späte tatsächlich auf die Vorlage aufmerksam geworden und war genauso, muss ich dazu sagen, irritiert, dass wir eine Information über eine Einentscheidung in der Dezember-Sitzung haben, wo die Einentscheidung am 15. September getroffen wurde. Zu dem Zeitpunkt befand ich mich allerdings im Jahresurlaub auf einem anderen Kontinent. Ich habe es also vom Prinzip gar nicht in dem Zusammenhang gewusst. Das entspricht der Sache an der Beschlusslage des Stadtrates. Keine weiteren Redeanträge zur Verordnung 27. Ich schließe das Jahresentwurf und Veranstaltung 28. Allgemeine Antworten sowie Informationen des Kostenbürgerverordnungsmeisters. Ich möchte ganz kurz bekannt geben, dass die Fraktion Die Linke Frau Heike Heimschlüssel wird Mitglied des Betriebsausschusses. Herr Joachim Strauch wird Mitglied im Bau- und Ordnungsausschuss. Wir bitten dies im Stadtrat zur Kenntnis zu nehmen. So, gibt es Ihrerseits Antworten? Also meine Antwort eigentlich geht sehr viel über ein Jahr, wenn auch wenn es dunkel ist. Was ich vermisst habe, das war vielleicht schon mal, ich gehört noch dazu, da kommt zu meiner Frage, zur Attraktivität der Stadt, gucke ich zur Rathausuhr in dieser Zeit, ist es dunkel, aber es besteht eine Möglichkeit, dort etwas zu verändern, dass diese Rathausuhr beleuchtet wird. Kann ich jetzt nur noch einen Schritt geben? Dankeschön, Herr Heldwig. Die Beleuchtung des Rathausturms als Gitterbeleuchtung war eigentlich nur. Wo kannst du nur anschauen, die hat keine Beleuchtung. Aber ich warte, ob das wirklich ist. Ja, das ist die Rathausanstrahlung, die ja im Moment noch nicht da ist. Ja, führt aber. Gar nichts. Ich gehe hier weg, ich merke es nicht mehr, ich bin noch nicht drin. Herr Himmel, schenkt es mit. Ich habe nochmal eine Anfrage zur Personenverkehrsgesellschaft. Die Frage erstmal, wie geht es weiter? Jetzt das Problem. PVP-Busse, die zum Beispiel aus Zeitz Ost halten zum Leidwesen der Passagiere nicht mehr in der Schützenstraße, das ist ja hausabgerissen worden, sondern fahren weiter zum Schützenplatz. Da müssen die Leute, die ins Zentrum wollen, aussteigen und dann wieder am Zentrum vorbei über die Schützenstraße, wenn nicht schon da zum Bahnhof. Dann aber diese Fahrgäste oft Schwierigkeiten beim Laufen haben, das sind alte Leute zum großen Teil, wurden wir also sehr oft gesagt, bring das doch bitte mal im Stadtrat vor, das ist für uns wirklich ein Problem. Und jetzt erstmal zu dem Thema meine Frage, ist das doch womöglich, dass Sie wieder irgendwo in der Nähe des Zentrums aussteigen können? Ich wollte nur noch dazu sagen, in dem Antrag, die Haltestelle, das war ein Antrag von mir gewesen,
oder von unserer Fraktion Michaeliskirche wegen Gefährdung der dort aussteigenden Fahrgäste auf den Altmarkt zu verlegen, da gibt es von Ihnen ja eine Ausführung über eine Antwortschreiben der PVG, Herr Dr. Kunze. Und zwar, wir haben uns das nochmal angeschaut, und dieses Antwortschreiben führt aus, dass man seit Jahren versucht hatte, eine Begegnungshaltestelle auf dem Altmarkt zu installieren. Dies wurde aber bei der Planung des Altmarktes nicht berücksichtigt. Ich wollte das nur noch ausführen. Aber für mich jetzt erstmal ganz wichtig, was tun wir, dass die Leute nicht so weit jetzt laufen müssen? Danke. Wenn Ihnen jemand gesagt hat, dass Sie die Frage im Stadtrat stellen müssen, sagen, geben Sie Ihren Fraktionskollegen in der Grünzeck mit, für die PVG ist eine Kreisangelegenheit, was so eine Art ja, soll das im Kreis darstellen. Wir haben im Moment eine Verlegung, dass im Moment die Ausschilderung auf der Schützenstraße nicht der Qualität entsprechen, dass der Fahrgast auch die in der Tat so weit nicht verlegten Punkte findet. Das ist eine ganz andere Frage, haben wir übrigens in der Anlaufbereitung zum Nahverkehrskonzept auch angesprochen, aber da ist die BKG gefragt, und wir haben als Stadt weder mit dem GNV noch mit dem Stadtverkehr noch mit der BKG etwas zu tun. Wir haben es trotzdem mitgenommen. Bitte zur Kenntnis nehmen. Danke. Und die andere Frage, Altmarkt, ich will es nicht kommentieren, wir machen einen Planungsbedarf, die sage ich ganz klar. Wenn ich diese Umsteigehaltestelle auf dem Altmarkt eingerichtet hätte, stellt sich das einfach vor, was es bedeuten hätte. Da gäbe es, wie gesagt, den Altmarkt so nicht mehr. Brauche ich jetzt nicht zu kommentieren, aber danke für die Antwort. So, danke schön, Frau Spähler, wenn man sich Eine zweite Frage, und zwar
eine verstärkte Zusammenarbeit von Organisationen im Burgenlandkreis hier zu zielen, unter anderem die Archimedra mit der Fachhochschule Merseburg, die also auch sehr, sehr Interesse daran haben, dass Studierende der Medien- und Kulturwissenschaft bestimmte Projekte in Angriff nehmen, die sich dann letzten Endes über Kultur und Tourismus auch an den Standort niederschlagen. Meine Frage, die ich auch schon mal im letzten Jahr gestellt hatte, gibt es Kontakte zur Fachhochschule Merseburg in diesem Bereich, solche Studierenden hier zu bitten, weiterzumachen? Ich meine jetzt bitte nicht die Kontakte zur Fachhochschule Harz, die haben andere Inhalte. Ich weiß, dass der dortige Professor Geier sehr interessiert ist, auch Studierende in diesem Bereich hier gerade im Umfeld der Hochschule Merseburg in Projekte einzubinden. Ich wäre auch bereit, an diesen Dingen mitzuarbeiten, wenn es um die Frage geht, welche Projekte kann man denn da für uns Auge fassen, nicht ganz persönlich, privat und ehrenamtlich. Gibt es da Aktivitäten und Zusammenarbeit? Es gibt ja Massen, die auch vertragliche Zusammenarbeit im Burgenlandkreis und der Hochschule in Merseburg, also eine vor allem technische Projekt ist. Gibt es. Nö. Dann hat der Professor Klopp betont, er ist Maschinenbauer. Nein, das ist eine andere Fakultät, ich meine. Ja, ich weiß. Das war ganz großer Chef. Ich habe nur gesagt, vor allem. Gut. Wir haben auch Professor Geier in den Reisezeits mit Kreisanzeits getroffen. Und darüber hinaus habe ich allerdings einen letzten Verwaltungsbildungskreis an die Stadtzeits. Ich bin Professor Kürz verständigt, dass wir Anfang des Jahres uns mal ausführlich unterhalten werden, welche studentischen Projekte hier also in Betracht kämen. Also gehe ich jetzt weiter ins Protokoll, dann bin ich. Einmal Fragen. Ja. Das wäre dann die Anfrage aus dem Bericht des Oberbürgermeisters. Der Zugang, der ungehinderte Zugang und barrierefreie Zugang zu den Gedenksteinen von dem Faschismus, hatte ich gefragt, Herr Oberbürgermeister. Sie haben sie mir leider nicht gegeben. Sie gehen aber außer Konkurrenz. Ich habe noch meinen weiteren Fünf. Das ist einfach nicht möglich. Soll ich sagen an dieser Stelle? Kann ich nur nicht sagen. Jedenfalls sind die Gestaltung vor dem Mahnmal ist Bestandteil der Einrichtung des Mahnmales. Und ich werde mit Sicherheit keine Stolperstellen schaffen, wenn ich mit den Betonplatten drauflege auf die nächste Stolperstelle. Und es ist durchaus auch Würdigung gut, wenn in dem Steinbereich das getan wird. Es kann dann auch in der Neuordnung auch von Personen, die leichter zu nutzen, auch das Mahnmal verlegt werden. Also im Bereicher aufgrund der fortgeschrittenen Zeit muss ich wohl meine Frage im Januar stellen. Und wir haben ja 5 Jahre Zeit, meine Damen und Herren, aber dagegen dafür bleibt doch die andere Frage abstammen. Sie haben ja noch eine Frage, oder? Was? Über Zeit, Frau Bürgermeister, wir kriegen Sie im Januar. Ich will eine Frage. Ich habe eine Anfrage an mein Gewicht. Ich habe angefangen, ich leider nicht auf Rücksicht auf die Zeit. Und ich muss mal kurz ausführen, wir waren mit der Fraktion in der Kindertagesstrecke eine Streiche, haben das angeschaut. Wir haben dort festgestellt, dass die Umwertungsmauer hervorragend ausgerichtet worden ist, beziehungsweise erhöht. Aber was wir dort mit Erschrecken festgestellt haben, nach der Grundstücksgrenze der kleinen Sträuche ist die Mauer zur älteren Seite geöffnet worden. Aber was haben wir denn dort? Die Mauer abgeschüttet. Das ist ein Durchbruch, das ist die Straße jetzt Richtung Elster. Da hätten wir dort diese ganze Mauer nicht eingebracht. Wenn ich die Antwort darf, Herr Nickisch, wenn wir auf Vorhofmasse war, der weiß, dass diese Einfahrt schon immer
als Einfahrt für Fahrzeuge zum Holen und Bringen der Kinder existiert hat, ist nicht neu. Leider ist das nächste Grundstück Landes Eigentum, sodass dort die Mauer, die sieht im Moment katastrophal aus, sie haben noch kein Einstürzer da. Dass hier die Frage ist, wir können auch für dort können wir keine Hochwasserhilfe beantragen. Wir müssen uns dessen Gedanken machen, ich war letztes Wort und ich werde Ihnen so lange darauf haben, Sie recht, die Fortsetzung ist eine Katastrophe. Aber die Einfahrt, die gibt es schwierig. Da bin ich schon vom Montag auf den Dienstag reingekommen. Es wissen Gott sei Dank nicht, wie ich da fahren muss. Wie ist nämlich als Zufahrt zu den politischen Einfachbereich vorsehen? Sie hatten noch eine Anfrage, Herr Heinrich. Ja, bitte. Meine Damen und Herren, ich hatte extra auf Rücksicht, dass ich damit auch verzichte, aber wenn Sie als Beispiel angehen sollten, dann möchte ich dann Ihre Fragen nach einstellen, bitte ich Sie, Herr Vorsitzender, eine weitere Frage stellen. Statt euch. Ja, das war mein Status. Herr Oberbürgermeister, eine Frage. Wie viel Miete erzielt die Stadt Zeitz aus der Vergabe des Schlosshofes an Dritte? Nächste Frage. Das Leitbild für Zeitz ist eine Voraussetzung für die Erstellung des Tourismuszentrums. Der Beschluss vom Juni 2012 durch den Stadtrat. Wann werden Sie diesen Beschluss umsetzen? Herr Hübsch, fünf Fragen haben Sie. Sie haben fünf Fragen schon gestellt. Sie haben in den Anfragen zum Bericht eigentlich Fragen gestellt, die zu diesem Tagesordnung. Nein, die waren zum Bericht. Nein, die waren nicht konkret zum Bericht. Ich habe sie nur nicht unterbrechen. Die sind zum Bericht. Das wäre nicht zum Bericht. Also wirklich, das kann ich beurteilen, wenn es war so. Ich habe jetzt hier fünf Anfragen liegen. Für diesen Tagesordnung. Ich gestatte Ihnen noch zwei Anfragen, wenn alles gut. Nee, ja, das ist gut, beim nächsten Mal. Wir hoffen, Sie kennen Kennziffer zur Bedienung der Kredit- und Prüfungsverpflichtung der Stadt Zeitz in 2014. Das ich habe es vorbereitet, das kann ich Ihrer Mitarbeiter, die wir sehr früh am Telefon sagen können, hier beantworten. Ja, das wär's. Ganz gut, danke schön. Ich hoffe, jetzt kann ich auch Sie wirklich nicht zurückfragen, vielleicht haben Sie verstanden. Heute früh fragen Sie die Mitarbeiter nach genau den Zahlen 2015, jetzt fragen Sie nach 2014. Die 15er Zahlen habe ich hier liegen. Nehmen wir die Antwort durch Protokoll, aber wir können es halt lesen, und dann ist die Sache so erledigt. So, Ich bitte doch bitte mal um Disziplin. Wir sind noch in Sitzungsvorbereitung. Gibt es weitere Anfragen? Ist nicht der Fall, dann schließe ich den Tagesordnungspunkt Anfragen, Informationen und schließe den öffentlichen Teil. Ich bedanke mich.